Wie Petri flieht zurück, Activision. Nein, ich hatte auch gerade einen anderen Mate übrigens, ne? In random Silence hatte ich gerade und auf einmal hat es geswitcht zu Yaman, okay, zu dir. Soldat, bei mir auch. Hört auf. Einfach, alle wurden einmal ausgetauscht. Alle wurden einmal ausgetauscht. Ich bin kein Fan von Peak, deswegen... Ich auch nicht. Ich bin auch kein Fan von Peak. Dann lass uns doch landen bei Fields. Ja, lass Fields. War zu gut, der Mate, deswegen. Ja, Skipper's Matchmaking hat da nochmal getauscht. Aber Yaman ist auch ein Geek. Ja, und macht jetzt eine 30er. Nice Lex da, ja, was ist da los? Jetzt. Nee, still Lex. Geil. Irgendwie ist der andere übel leise. Ich weiß nicht, irgendwie ist, glaube ich, mein Sprachchat generell ein bisschen leiser. Aber ich glaube, es ist besser als der letzte Mate. Letztes Mal war es ja so, dass man ihn kaum gehört hat. Das war schrecklich. Schrecklich. Der Sense fühlt sich gerade richtig gut. Aber einfach niemand Fields gelandet, oder wie? Anscheinend nicht. Alles weg. Peaks, die landen eh alle Peak. Ja, true. Aber Fields ist trotzdem eigentlich noch ein bisschen was los. Zumindest ein bisschen so. Komm her. RIP direkt tot. Bro, was war das? Ich bin nicht gestorben. Chrisix hat mich so Headshots only gedrückt oder so. Bro, ich war instant tot. Er war on me. Direkt. Sprachchat Lautstärke ein bisschen zu niedrig. Na, aber Hotmikes sind ja auch laut genug immer. Ich verspotte den Feind, während du wartest. Zwei Steine. Meistens sind ja auch mal laut genug eigentlich. Und daher sollte gehen eigentlich. Oh, hat er dich auch geschüttelt? Ja. Ja. Ist traurig. Wo ist der Gegner? Wer spielt hier eigentlich? Wieso sieht man das teilweise eigentlich nicht, wer da jetzt gerade in Gulag spielt? Das sieht man doch eigentlich immer oben. Aber jetzt sieht man es nicht. Ich weiß gar nicht, wer da gespielt hat und wer gewonnen hat. Bonus. Willst du mir callen? Doch wenn du verlierst, ja. War's da. Er gibt rechts. Zeit, Soldat. Mach ja. Rechts bei dir. Immer noch rechts bei sich. Okay. Aber zu oft Waffenwechseln da gedrückt. Einfach Fäuste in der Hand gehabt im Gunfight. Nein, wo der Lodi gelandet ist, weil wir im Gulag waren beide. Frechheit. Frechheit. Hier ist noch ein Lodi. Ein Vogel, ne? Ja. Chillig, feindliche Drohne. Lieben wir. War Lodi safe? Ja, ja. Also wenn der Lodi da am Rand nicht safe gewesen wäre, wäre ich auch durchgedreht. Da wäre ich durchgedreht. Aber pass auf, Drohne ist irgendwo hier an. Seht ihr, die landen hier. Landet. Deine ist auch tot. Ja, zwei Headshot direkt. Ja, nice. Digga, ich habe zwei Tote bekommen mit Headshot Damage. Geil. Geil, geil, geil. Ja, das ist, war eine gute Runde. Ein Kill, Runde vorbei. GG's. GG's. ich werde mich jetzt aber muten fürs Kommentieren. Alles klar, ja. Okay. Hau rein. Ciao. Ja, hat Spaß gemacht, die Runde, ne? War super. Irgendwie zweimal einfach weggekracht worden da direkt am Anfang. Gute Sache. Gute Sache. Keine Ankerdrunden, das sind Ankerdrunden tatsächlich. Sind die Hex aus? Ich glaube, die Hex waren aus, ja. Hex waren aus. Egal, wie die uns gejagt haben, ne? So gejagt worden da. Hat so geil der Bar Headshot Damage geknallt.
Bar will ich eigentlich auch mal wieder spielen. Bar eigentlich übel geil. Sieht auch aus wie Loadout bei denen, ne? Ich glaube, die gibt's nicht so auf dem Boden. Bro, gegen mich trifft der jede Bullet. Mann. Er ist der beste Uncut-Spieler, maybe Stukex. Nee, Stukex ist shit. Stukex ist shit und cheated. Deshalb nicht Stukex. Stukex full dead, ja. Told you. Told you, sag ich doch. Ich meine, ich darf nichts sagen, ne? Ich bin auch tot, aber. Wir machen auch noch Rebirth, ja. Wir machen noch Rebirth. NZ verboten? Ne, wieso soll NZ verboten sein? Keine Regeln an der Stelle. Weil das mit Regeln klappt nicht. Wie alt bist du eigentlich? So ein dummer Insider. Das Ding ist, wenn du die nächsten Jahre halt älter wird, so, ne, wir müssen trotzdem weiterhin sagen, dass du 17 Jahre alt bist. Das bleibt so. Weil die keiner spielt. Ach so. Ja, wundert mich. Davor habe ich auf jeden Fall eine AdZ aufgehoben. Aber ist nicht verboten, ne? Könnt ihr spielen. Ist aber einfach sehr langweilig. Vielleicht ist auch einfach so ein Ding, dass viele Leute keinen Bock auf die NZ haben, inklusive mir. Also ich spiele die ja auch nie. Oder zumindest nicht im Loadout, weil ich die wirklich sehr langweilig finde, die NZ. Du bist mit 30 immer noch 17, ja. Sieht wahrscheinlich auch so aus. So Mobbing hier einfach. Keiner weiß. So unkorrekt. KGM 40 einfach die beste. Ja. Wenn man mit der trifft, dann ist gut. Wenn man nicht trifft, wie ich gerade, dann nicht gut. What is this? What is this? Immer wenn ich lese, what is this, dann muss ich an Timo Werner denken. Der irgendwie dieser einen Reporterin erzählt, als er Interview hatte in Amerika, würde ich schon sagen, in England. Und zum Essen ging und sowas. I see my colleagues, they making pasta with ketchup. What is this? What is this? So weird, wirklich. With nothing on it, what is this? Junge, so ein geiles Interview. So nice. Da bewegt sich was. Wie Slide Cancel Man of Controller? Ich schaffe das irgendwie nicht. Any Tipps? Ich habe dazu ein Video mal gemacht, auf Verdansk damals. Ausrufezeichen Movement gibt's vielleicht noch den Command. Da habe ich das erklärt. Auch mit Controller, nicht Controller Cam, sondern diesem Controller Overlay im Video. Oh, da war einer, oder? Ja. Aktivität. Schön ist, dass die MAC-10 auch wieder ganz gut sein soll. MAC-10 ist halt, schmiert halt gegen Meta-Waffen trotzdem ab, aber die TTK von der ist auf jeden Fall ganz gut, ja. Bringt jetzt halt so semi viel, wenn ein Teammate halt Grundstelle anmacht und der andere nicht. Aber wobei, so bringt es doch was. Boah, Primes, Junge, was ein Gamertag. Wie das geschrieben ist, ne? Junge, der Play. Oh mein Gott. Der ist gut, aber da ist noch einer. Hinter ihm, oder? Er ist unten, glaube ich. Ja, er ist unten. Ja, unten links raus. Genau da raus. Ja, da war er. Wieder rein anscheinend. Ne, ihr müsst ja die Steps eigentlich sehen. Hm. Marco oder Blixen, welches besser? Ich weiß es gar nicht, TTK-mäßig gerade. Ich glaube, TTK könnte die Marco sogar ein bisschen besser sein. Aber Blixen finde ich nicer irgendwie. Gulag-Suppe tötet der Ali-Kriminell. Liebe Donowall. Was habe ich jetzt wieder nicht gelesen, Tine? Warum bist du jetzt wieder sauer? Ach so, ja, Tine. Können wir mal ein bisschen gucken, aber das bringt nichts. Da muss ich erst mit Cyberdime reden. Kuriel, da ist Kuriel wieder. Kuriel. Den ich davor getötet habe. Ah, das ist der Team von Primes. Okay. Ah, good to know. Good to know. Spiel Blixen und Denzett, würde ich jetzt einfach mal denken. Mit dem Stukex Setup an Visitenkarten und Emblemen irgendwie. Denke, da ist auf jeden Fall als Primärwaffe eine NZ zu sehen gleich. But we will see. Blixen definitiv geiler als Marco. Ja. Der Choke wegen Mantle. Ja, ich hasse das wirklich so sehr.
Mit Schimmer was links war einer. Hat er ihn gesehen? Oh, 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 ja, nice. Nice Uncut da geschrieben in den Clan-Tag. Gut gemacht, Matt. Machst du super. 300 Meter entfernt, aber er braucht halt erstmal Geld für den Rebuy, ne? Ah, nee, er kann seinen Re-Deploy-Token für einen Rebuy nutzen, oder? Das ist eigentlich geil. Das ist nicht cool. Anders als würde ich jetzt vielleicht erstmal in dem Haus da drin gucken, ob da nicht vielleicht doch noch 1-4 zu finden sind. Dann kann er den Redeploy behalten. Ja, okay, das geht wirklich. Krass. Das wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Kannst du nicht aussuchen? Ah, also wenn er jetzt 3000 gehabt hätte, dann nimmt er automatisch den Redeploy. Das wusste ich auch nicht. Oh, das ist jetzt echt eine scheiß Situation hier. Curiel. Oh, aber Curiel ist halt ein Geek, deshalb macht er das, Alter. Thunderhood und Buddy Kevin werden hier geschlachtet von Curiel. GG's. GG's. Krass. Okay. Aber das finde ich schade eigentlich. Dass der Redeploy automatisch dann quasi dafür verbraucht wird. Das finde ich schade. Weil so ein Redeploy kann halt echt big sein. Übrigens, so ein komischer Anzeigebug, ne? Wenn du als Spieler, also ich in dem Fall, wenn du, oh, oben noch, wenn du Auffüllen findest als Perk auf dem Boden und du dann stirbst und jemandem zuschaust, sieht das die ganze Zeit so aus, als hätten die auch Auffüllen. Seht ihr ja unten rechts, ne? Aber das Wurfmesser und die Stim füllt sich von ihm nicht wieder auf. Das ist nur, weil ich das gefunden habe halt davor. Das ist halt so ein Anzeigebug dann, die ganze Zeit. Egal, ob ich jetzt switche zu Primes, das ist immer so. Bei ihm auch. Er hat nicht mal irgendwelche Lethals. Kann ich behalten. Okay. Ja. Wieder was gelernt da. Aber ich finde es eigentlich ziemlich nice. Wie gesagt, ich bin immer noch so traurig. Wir haben so viel jetzt an Caldera verändert und am Gameplay generell in Warzone, im Battle Royale. So viel, was mehr Pace reinbringt, was besser ist einfach. Weniger Bullshit und sowas. Sniper, Headshot-Nerf und sowas. Das Ganze. Eigentlich hat sich ja Warzone echt krass verbessert und ich spiele ja trotzdem so wenig Caldera, einfach weil ich die Map nicht mag. Stellt euch mal vor, das wäre alles halt zu Verdammtszeiten passiert. Boah. Hätten wir den Spaß unseres Lebens gehabt. Irgendwie noch Ballons oder sowas in der Nähe von den ganzen Camper-Hochhäusern, wo du nur mit über Treppenhäuser hochkamst. Dass du so Leute aufpushen kannst. Wir hätten den Spaß unseres Lebens gehabt, echt. So schade, dass das jetzt halt kommt, wo die Map halt mir leider keinen Spaß macht. Ja, ja, wir spielen da noch weiter. Noch mehrere Runden. Das ist aber der einzige Bug in Warzone, oder? Ja, das ist der einzige Bug in Warzone, sonst gibt's keine Bugs. Sonst ist Warzone bugfrei. Wir müssen zur Sicherheitszone. Uneingespielt in die Uncut-Runden ist wie vom Bolzplatz zum WM-Finale. Ja. Lustiger Vergleich auf jeden Fall. War schön dann nicht vom Bolzplatz so richtig, aber dann auch vom Hartplatz so, ne? Vom roten Platz dann. So vom unaufgewärmt einfach aufs leere Tor schießen zu, du musst WM-Finale spielen. Was ist Meta? Das, was hier Curiel gerade spielt. NZ und Blixen. Boah, ist das ein ekliger Sandwich da. Das ist wirklich so ein richtig abgelaufenes, ekliges Sandwich. Anna. Anna. Vor allem, da muss ja oben noch ein Team sein auch. Wenn da so holden, ist das eklig. Ist das eklig. Das Big Game Bounty ist aber schon gestorben anscheinend. Lebt da noch was? Hä? Muss da noch was leben? Ja, ja, da lebt noch was. Hey, hey, zieh doch dahin. Hey, Curiel. Ja, den hätte er jetzt eher bekommen eigentlich. Der Bug, wo die Maske hat zerstört, war die ganze Zeit. Oh, das war übel geil, dieser Gasmasken-Bug, ehrlich. War Hammer. 700 Gifted Subs bei Annika. What the fuck? Was? Aber ist ja Annika auch gegönnt. Annika hat auch 1400 Subs verdient. Gibt es noch Uncut-Runden nach dieser? Bin jetzt aufgewacht. Ja, ja. Gibt's noch mehrere. Übrigens, falls ihr hier gerade auf YouTube zuschaut, immer sonntags machen wir das auch live im Stream, ne? Also für die Leute, die immer fragen sollten, so, ey, ich würde da gerne mal mitspielen oder so. Einfach im Stream dann am Start sein. Und dann ist es relativ selbsterklärend, wie man da mitmacht. Dahin. Auch wenn natürlich nicht jeder mitmachen kann, ne? Weil hier gerade irgendwie, wie viele Leute sind hier gerade am Start? Fast 3000 Leute zuschauen. Das geht dann natürlich schwierig.
Das geht schwierig. Hoffe die 1912 oder wie sie heißt, wird Meta. 1918 oder so heißt sie, glaube ich, ne? Oder die nicht. Oder 19. Ach, keine Ahnung. Die Thompson auf jeden Fall, ne? Das wäre mal eine ganz nice Meta, das stimmt ja. Aber an der mag ich das nicht, wenn die leer geschossen ist, lädst du die irgendwie 34 Sekunden nach. Junge. Was ein Aim von Kirill da. So ein Geek. So ein Geek. Oh, der Play. Stark. Stark, stark, stark. Auch gute Drohne da. Einiges zu sehen. Frage ist jetzt, wie spielen die das? Schon einmischen eigentlich, naja. Annika kauert gerade in Embryo-Stellung auf dem Stuhl. Oh ja, 2v2 jetzt, glaube ich. Ich glaube, die haben den Einzelnen da gerade getötet. Keiner ist da oben, oder? Nee, nee. Uncut Steffi leider da rausgezogen worden. Und Primes tötet auch King Yo noch. GG ist da an der Stelle. Aber was mich sehr glücklich macht gerade ist, nur Uncut-Leute gefühlt in der Runde. Ganz viele zumindest. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Aktuelle Meta langweilt einen wirklich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Das Problem ist halt, dass die NZ halt gute TTK hat. Übel großes Magazin. Also richtig viel Damage per Mac auch. Wenig Rückstoß. Hohe Bullet Velocity. So ist es halt auch einfach easy so zu spielen. Und übel praktisch und hat gar keinen Nachteil so gefühlt. Und genau das gleiche auch mit der Blixen. 54 Schussmagazin. Du brauchst 7 oder 8 Schuss für einen Knock oder so. Du musst nicht irgendwie Muni sparen. Du hast auch so viel Damage per Mac und sowas wieder. Oh mein Gott, was ist da passiert? Und easy TTK, auch kein Rückstoß, krasses Movement. Ist so. Die Waffen haben irgendwie keine Nachteile mehr. So. Das ist so das Problem. Das beste Beispiel ist, einfach im Vergleich zur Amax-Meta damals. Digga, die Amax, wenn du die halt auf Range spielen wolltest, dann musst du auch noch gutes Aim haben, musst den Rückstoß kontrollieren können. Jetzt nicht. Gut, MZ, klar, so, ne? Die hat jetzt nicht gar keinen Rückstoß. Aber wenn du die mit mal 3 statt mit mal 6 spielst, dann ist es schon nicht so schwer, da auf Range auch die Shots zu treffen. Waffenwechsel, Bullet Velocity ist nicht geil bei NZ und Movement. Ja, Movement war ja aber nie mit einem Sturmgewehr geil, oder? Wenn du die auf Long Range gebaut hast. War ja immer quasi erst Movement. Aber Bullet Velocity geht doch jetzt mit dem neuen Lauf da, oder? Ich glaube, die hat trotzdem über 1000 Meter pro Sekunde, glaube ich. Dem er war dumm. Ich hasse dieses House, by the way, da. Das ist so schrecklich. Kommt da jetzt der Push? Oder geht der Self durch? Geht der Self durch? Geht der Revive durch? Ne, Revive geht durch sogar. Ordentlich Recall sollte eh wieder kommen. Macht die Sache um einiges interessanter, ja. Vielleicht darf ich mir dann auch öfter mal wieder anhören, dass ich Chronos benutze. Ist so ein bisschen verschwunden leider in letzter Zeit. Weil irgendwie weniger Leute schreiben, wieso haben deine Waffen keinen Rückstoß mehr? Meine haben immer extrem Rückstoß. Das kommt nicht mehr so oft. Liegt halt daran, dass die Waffen jetzt generell gar keinen Rückstoß mehr haben. Und man die auch nicht mehr kontrollieren muss, so gefühlt. Aber ja, würde ich mich auch drüber freuen, wenn generell der Recoil mal wieder höher wäre. Oder wenn es halt so, wie es halt auch schon immer war, so wenig Rückstoß ist gleich schlechte Time to Kill. Viel Rückstoß ist gleich gute Time to Kill. Das wäre gerade mal interessant. Aber die Amax hat jetzt einfach eine schlechtere TTK als die KGM40 und die NZ. Was halt gar keinen Sinn macht, weil. Es macht einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Nice, Marcel. So weird. Farmers Bug war insane. Das war lustig, ja. Das war eine lustige Zeit. Farmers Shotgun Bug. Wer hat die damals mal gespielt? Das würde mich interessieren. Das war wild. Das war wild. Würdest du empfehlen, die erweiterte ZV-Geschwindigkeit unter 0,5 zu stellen, wenn man das Gefühl hat, dass... Wenn man wenig Gefühl im Daumen hat. Ach so, unter 0,5 würde ich es nicht machen. Nee. Weil dann kommst du safe auch auf Close Range nicht mehr hinterher. Viel Rückstoß ist gleich mehr Chronos-Spieler, ja. Kann ich mehr Chronos Max verkaufen mit Rabatt Costa, das ist auch gut.
870 Meter pro Sekunde, als ob. Bist du sicher? Ist ja voll shit. 870 Meter. Aber Amax war auch sowas um den Dreh. Damals. Die Akimbo Barrel Shotgun war mit Abstand die schlimmste Meter, oder? Die war Gott sei Dank nicht so lange. Die war Gott sei Dank nicht so lange, aber die hat auch schon echt abgefuckt. Es gab viele nervige Meters, muss man sagen. Es gab sehr viele nervige Meters. Auch Origin. Oh, Origin Meter bin ich durchgedreht damals. Vor allem, da war die TTK ja auch damals noch so ultra niedrig generell. Und dann mit Origin war wirklich schrecklich. Ah, nice. Feuertonne. Ich freue mich einfach, wenn hoffentlich in MW2 dann generell ein paar Dinge grundlegend anders sind. Waffen mit Rückstoß. Hoffentlich auch einfach eine geile Map wieder, weil wie gesagt, Kälteberg ist halt. Ja. Natürlich ist besser geworden so, ne? Alter. So weggekommen da. Aber es ist halt. Hat doch nicht so viel Spaß, muss man leider sagen. Ja, so viele Geek-Gamer-Tags sehe ich hier auch in den Runden. Das ist so krass. Links war da, glaube ich, noch einer gerade auf dem Dach. Ja, da oben drauf, da oben drauf, da oben drauf. Genau da, wo der Shop gelandet ist, sind oben welche noch drauf. Oder einer zumindest. FFR und M16 fand ich, die Kombination fand ich auch am geilsten, ja. Nice. Tomics Mate. So, die haben aber gut Kills zusammen, oder? Ja, 25 Kills zu zweit. Wir gucken mal ganz kurz Primes zu. Wir gucken mal ganz kurz Primes zu. Oh, der hat so geil diesen Dark Matter Glitch gemacht auf seiner NZ. So sexy. Oder aufgehoben, ich weiß es nicht. Aber ich bin stark davon aus, von nicht aufgehoben. Okay, das Visier ist ja aber über Trash. Das Visier ist ja komplett kacke. Ja, aber Burst Meter, das war echt eine geile Zeit. Das war eine Hammerzeit. Burstwaffen könnten echt gerne stärker sein in meinen Augen. Geile Bullet Velocity. Und dann so ein Rückschussmuster, was du selbst kontrollieren musst halt einfach. So wie bei der M16 damals. Wo du halt auf Range echt nur einen Schuss immer getroffen hast, wenn du den Rückstoß selbst nicht kontrolliert hast. Weil halt jeder Burst immer mit aus drei Schüssen bestand, die exakt übereinander gelaufen sind. Also immer da musst du halt, währenddem du den Burst abfeuerst, mit dem Stick nach unten drücken, dass die einzelnen Kugeln aus dem Burst auf die gleiche Stelle fliegen. Das war auch einfach ein Skill, so, ne? Das musstest du können. Es war jetzt nicht so, dass die jeder auf Range spielen konnte, die M16. Wenn du immer nur einen Bullet aus dem Burst triffst, dann tötet die auch ultra langsam. Ging nur, wenn du den vollen Burst halt immer triffst. Und auch dann, glaube ich, nur, wenn du auch einen Headshot oder einen Nackenshot mit drin hattest. Erst dann war die TTK gut. Deshalb, also du musstest halt auch einfach echt was können dafür. Jetzt ist halt so, ja, keine Ahnung. Ja, ja, ich meine, ich weiß, das sind Ultra-Geeks. Das sind Ultra-Geeks, die beiden. Spielen doch öfter mit. Burst für Maus sehr problematisch. Warum für Maus sehr problematisch? Eigentlich umgekehrt. Das sagt nicht ich, sondern das sagt sogar beispielsweise True Game Data. Er hat die M16 auch mal auf Maus gespielt und er hat den Burst so easy kontrollieren können, meinte er. Das war so einfach, einfach mit der Maus beim Schießen ganz kurz ein bisschen die Hand nach unten immer zu machen. Er fand das übel easy. Er meinte eher für Controller-Spieler schwierig. Burst für Maus geil, oder? Ja. Also es ist immer, da denke ich mir dann immer so ein bisschen, natürlich so, Maus-Tastaturspieler sagen auch immer, das ist für Controller einfach, aber in dem Fall ist ja wirklich so, oder? Also für Maus war das schon easy, Burst. Burst ist Salve, ja genau, ja. Sag schon immer Burst, irgendwie das englische Wort. Auf PC ist alles einfacher. Mit Maustastatur ist alles. Mit Maustastatur hast du auch bessere TTK auf allen Waffen. Als Ausgleich für den Aim Assist. Ich würde eigentlich auch mal auf Maus und Keyboard umsteigen, bist halt eigentlich echt besser dran. Ich würde sagen, Close Range hast du mit Controller schon einen Vorteil, einen leichten. Wenn du halt mit Controller umgehen kannst, sagen wir es so. Wenn du gut bist mit Controller, denke ich mal, ist bei Close Range schon nice manchmal. Aber wenn du halt ein kranker Maus-Keyboard-Spieler bist, dann kannst du auch jeden Controller-Spieler scheppern. Ui, rasender Ron und heftiger Hagrid werden hier rausgeholt von Kyrill. Nice play da. Aber es ist halt wirklich komplett Personal Preference.
Keins der beiden Eingabegeräte ist OP eigentlich. Oh. Ah. So schnell stirbst du nicht. Ich glaube, 2 gegen 1, ja, die werden das machen. Ah, und der andere ist in der Zone gestorben. GG's. GG's, das war keine 20 Bomb mehr, ne? Von Kirill, ich glaube, er hat die 20 nicht mehr gemacht. 18 oder 19 Kills waren es, glaube ich, am Ende, oder? GG's dann an der Stelle, ja. Nice Round von den beiden. Sehr früh haben wir den zugeschaut, haben das wirklich gut runtergespielt. Richtig oft haben die sich zwar auch eingemischt in Gunfights und mussten nicht so krass quasi ja, selbst die Gunfights führen, sondern konnten sich immer easy einmischen. Aber Geeks auf jeden Fall. Geeks. Sehr, sehr krasse Geeks, die beiden. Dicke GG's. Dicke, fette GG's. So, bin ich jetzt mal ganz kurz gespannt, ob ich jetzt hier auch wieder was höre? Ah, ja. Petri, hier fliegt es drin! Petri! Warte mal, da ist einer Stylers Mom! Da ist doch gerade einer Stylers Mom, ich hab's doch genau gesehen. Raus. Ich glaube, heftiger Hacker ist gerade noch gezeichnet worden. So geknallt. Da hieß doch gerade einer noch Stylers Mom, hab ich das richtig gesehen? Bodenlos. Bodenlos.